Ja, schönen guten Tag miteinander. Wir sind hier gerade im Model Y Performance aus der Gigafactory Berlin. Hier in Wittenbach, St. Gallen. Und bei der Karosserie Prankl ist gerade ein Tesla-Event vom Swiss Tesla Owners Club. Und Tesla ist auch da. Und ich habe jetzt gerade das Model Y Performance können auslehnen für eine Probefahrt. Es fühlt sich auf jeden Fall riesig an. Jetzt, wenn ich so gerade aus meinem Auto komme. Und was mir auch gerade auffällt, Performance fällt mir auch auf. Autopilot hat es auch, sehr gut, schön. Ja, was mir auch auffällt, ist der Ton. Ich hoffe, das kommt nachher auch im Video über. Der Ton ist anders. Ja, uiuiui, Autopilot ist da noch gefährlicher, weil das noch grösser ist, da das Mobil. Lustig ist, dass das Fahrwerk kommt mir da viel weicher vor als beim letzten Long Range, wo ich Probe gefahren bin. Gut, das war noch eins von Shanghai. Jetzt mal schauen, da darf man nicht schnell fahren. Das ist noch schwierig mit der Performance, nicht zu schnell fahren. Testen, wenn da gar keine Nummer ist. Schauen, was da geht. Wow! Uiui, ja, da geht etwas du. Ja, das ist recht Performance, muss ich sagen. Schon nochmal ein Unterschied zwischen dem Long Range. Ich glaube sogar Full Self Driving und alles. Zusätzlich. Hat schon 1729 km drauf. Eieieiei. Das ist erst gerade gekommen. Krass. Ja, die machen jetzt immer Probefahrten. Für die, die auch wollen, Probefahrten machen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Am besten ist, man geht unter Events schauen, auf der Tesla-Webseite, unter Events. Da sind alle aufgeführt. Sie sind auch an verschiedenen Supercharger in der ganzen Schweiz unterwegs. Und man kann dann dort einfach einen Termin buchen. Für mich ist die Performance auf jeden Fall nicht gut, weil wenn man einmal ein bisschen Gas gibt, ist man sofort schnell. Das heisst, man muss eigentlich gerade wieder bremsen. Respektive rekuperieren. Vorwerk, muss ich sagen, kommt mir extrem weich vor für das Performance. Interessant. Recht ruhig ist es auch, bis auf die Rädchen. Ich habe das Gefühl, das ist wegen den riesen Rädchen, die er drauf hat. 21 Zöller. Ich glaube, wenn man doch ein bisschen kleinere nimmt, ist das sicher noch mal ein bisschen ruhiger.
war Schmucksmäuschen still. Schön, wie ruhig das fährt, muss ich also sagen. So, da können wir vielleicht noch mal einen Beschleunigungstest machen. Also für das Performance fühlt sich das Fahrwerk extrem schwammig an, muss ich sagen. Gar nicht Performance. Aber das ist echt das, was ich gerne hätte. Also, ich hätte es eigentlich schon gerne ein bisschen weicher so im Allgemeinen fahren. Wobei eben, wenn man dann mal... Das ist ja krass. Von 60 auf 80. 80. 60. 80. Krass. 50. Zack, 80. Schon abnormal. Das kannst du einfach gar nicht ausnutzen in der Schweiz. Gibt einfach nur immer Bus. Das ist unglaublich. Die deutsche Autobahn wäre sicher mal cool zum Testen mit dem. Müssen wir Tesla mal ein bisschen länger auslehnen, da, das Auto. Das Wochenende wäre mal cool. Das Wochenende Model Y testen. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir hier schnell anhalten können, dass ich euch das noch von außen schnell zeigen kann. Dann müssen wir dann schon wieder zurück, hat es geheißen. Da hat es, glaube ich, schon wieder Termine. So, da sehen wir nochmal die Black Beauty. Black Performance Baby oder so heisst es, glaube ich, irgendwie. Sieht eigentlich ziemlich gleich aus wie die letzten. Performance natürlich. Was sicher anders ist, sind die Sitze. Die sind hier besser, angenehmer. Die haben mehr Seiten halt jetzt. Die Sitze. Sonst natürlich mächtig viel Platz. Und was die neue jetzt auch drin haben von Berlin, ist da die Abdeckung, wo man auch ein bisschen so hinterher tun kann. Ganz abklappen kann man es glaube ich nicht, oder ich weiss nicht wie. Und die Sitze natürlich runterlassen alles. Das hat man auch schon vorher können. Platz ohne Ende. Das geht automatisch. Vorne können wir sonst auch mal noch schnell reinschauen. Da ist immer noch nicht automatisch. Bin gespannt, ob das auch mal noch irgendwann kommt, aber ich glaube es nicht. Aber da auch riesig viel Platz. Das Laufen ist auch draussen, sehr gut. Und bei den Wischern, da haben wir jetzt auch gerade noch das Heizelement drin. Soviel ich weiss. Und das ist aber kein Elon, oder? Ist das auch ein Elon? Nein, das ist kein Elon. Ja, so sieht das aus. Coole Sache, kann ich also nur empfehlen. Das Mega-Auto. Und am besten ja, mal Probe fahren. Kann ich jedem empfehlen. So, dann geht es wieder zurück. Zurück nach Hause. Was hat er recht zu Hause?
Zürcher Strasse ist falsch. Plankl müssen wir. Da, Plankl. Plankl, genau. Gut, dann müssen wir die Kamera montieren und los geht's. Gutes Fahrwerk da. Eben dort gut. Dann wünsche ich allen noch ein schönes Tag. Bis zum nächsten Video. Jetzt fängt es gerade an zu regnen. Wird wenigstens mein Auto wieder ein bisschen sauber. Und ja, bis zum nächsten Video. Peace, macht's gut.